Today we are back with a reaction to another German video. This is Imitations, 37 Imitations. I have got the captions on. It's only auto translated, as that was the only option that's available to auto translate from German to English. If it doesn't show 100% correct, that's why, but yeah, hopefully it's pretty good. And these are, I had a little look through this. I don't know, I feel like they're, impersonating like a lot of other Germans that I might not be aware of. So I'll take it in for the general comedy aspect. But yeah, let's see what it's about. I love in general, I love imitations. Like, I always think that's super funny. But yeah, if you're new to my channel, I'm from Australia. Welcome. And yeah, let's take a reaction to this one today. Give me more suggestions in the comments. I enjoy the German videos. I've done a lot from music to funny videos. And yeah, different videos from Germany. You can check them out in my German playlist. But let's get right into it. Es ist verdammt wichtig, dass ein paar Leute jetzt einfach mal geschlossen die Fresse halten. Verdammt nochmal. Ja. Schnauzi! Sag ich dazu nur. Die Karriere von Sigmar Gabriel ist längst vorbei. Und jetzt geht er seinem alten Verein mit klugscheißerischen Ratschlägen auf die Nerven, um von seinem eigenen Versagen abzulenken. Wissen Sie, wie man so jemanden im Sport nennt? Sky TV-Experte. Hallo, ihr liebe Leute. Was geht los da rein? Willkommen zu meinem guten Stube. Hallo. We rock the jungle, baby. Also, so ein herrlicher Biergarten mitten im Ruhrpott. Bei dem Bierwetter müssten die Leute dem Bernd eigentlich die Bude einrennen. Ich bin richtig in Bierlaune und trinke erstmal ein schönes Bierchen. Oh yeah, one thing too. This happens a couple times when they're speaking in German, basically for the whole video. My video, the one you're watching in here, when you try and go to the captions, subtitles as well, it'll recognize as German. So yeah, YouTube recognizes German. So I can't translate my English into other languages because of that. So yeah, I probably just have to leave it and can't add it. Kind of like how this video has. It's just German. So, Bernd. Wir kommen wieder zur Blitzrunde. Das heißt, nur eine Frage pro Anruf. Alles, was wir dafür brauchen, bist du. Deine Energie am Telefon und deine wichtigste Frage. Und meine kleinen roten Perlen. Und dann schaue ich. And see, even though I'm not aware of who these people are, I like it when someone, they can play these characters of other people and like they look so different. And yeah, I love that. Like they dress up and make up everything to look like them. In die Energien hinein, durch mein drittes Auge. Und du wirst die hellsichtige Antwort bekommen. Und da ist doch schon der erste Anrufer. Hallo, absolut Wahnsinn, wie die tanzen kann, meine Damen und Herren. Und ich dachte immer, Lena kann nur 99 Luftballons. Und hier sind sie, Lena Meyer-Landrut und ihr Tanzpartner Pierre. So durch den Sand, ne? An den Eingeborenen von Sammeer vorbei. Ne? Und da sehe ich einen Irrtüger mit Loch. These are total fake news. I mean, okay. There's one in Donald Trump that we will be familiar with, of course. So that's cool. That's where you are like aware of, or where I am aware of, just like his tendencies, his voice, of course. These are total fake news, okay? There is no tape of any PP party with prostitutes in Moscow. It's a huge misunderstanding. This happened before. Obviously, I do a lot of different reactions on my channel. So I've had people from America subscribe for videos that they were searching for. And then it was one like this. And they were making fun of Donald Trump. And like people like, oh, unsubscribe your videos. I'm not subscribed for political reactions, but it's not. It's comedy. That's the thing. But it's the fact of it's seeming like something negative for him, but it's not really. It's just funny.
So, yeah, don't be like that. Fake news, okay? Fake news. There is no tape of any PP party with prostitutes in Moscow. It's a huge misunderstanding. It's just a tape of my wedding night with Melania. See, like that type of stuff, you got to laugh at it. It's jokes and it's funny. It's not anything negative. Selbstverständlich. Hier habe ich sie irgendwo. But this guy, he's very good. Ich bitte Sie das bei allem Verständnis dafür, aber wir sind hier in einem Swingerclub und so wie es unter Fummeltrinen üblich ist, dass man sich dort selbstverständlich mit dem Kosenamen anspricht, so ist es hier nun mal üblich, dass man keine Hosen trägt. Na also. Stimmt, im Übrigen, Herr Ehring, nicht? Die Reaktion auf diese Rolle, das war erschütternd, nicht? Erschütternd. Ich war selber überrascht. Sie glauben gar nicht, wie sehr Menschen mit Schuhcreme im Gesicht ausgegrenzt werden. Erschreckend, erschreckend. Nur mal nicht so förmlich, junger Mann. Yeah, as I said already, like, before, it's so good how, like, these characters or people are so, they look so different. So, yeah, he really gets up for the whole occasion. He does the bit. Yeah, he's up for the bit to look like them. Nur mal nicht so förmlich, junger Mann. Kannst ruhig Herr Verteidigungsminister zu mir sagen. Was machen? Aber nicht ganz die Villa Hammerschmidt. Jedenfalls ist meine Lucky schon vor einer geschlagenen Stunde herüber, um zu fragen, ob sie uns für die Fußballübertragung im Farbfernsehen ein paar Zigaretten leihen kann. Aber sie ist einstweilen nicht wieder zurückgekehrt. Aber Sie haben doch noch Zigaretten. Ja, aber nur noch 7 Stangen. Das reicht ja nicht mal bis zur Halbzeit. Also, das geht runter wie Öl. Dankeschön. Also, Frau von Sinn, was wollte ich sagen? Ist ja auch wurscht, muss ich mal nachgucken. Ich habe mir das hier aufgeschrieben. Achtung. So. Also, passen Sie auf, Frau von Sinn, jetzt wird eingelocht. So, kommt eine Frau zum Arzt. Das ist ein Wahnsinnsbeitrag eben, oder? Ich habe gar nicht gewusst, dass es so viele verschiedene Gewindemuffen im Baumarkt gibt. Reduziermuffen, Sechskantmuffen, Muffennippel. Armin, du hast bestimmt auch schon Muffensausen, oder? Wo denkst du hin? Ach, wenn ich das manchmal nur wüsste. Mein lieber Thiel, ich brauche ohnehin nur noch eine einzige Karte von denen. Dann habe ich, wie selbst Sie zweifellos bemerkt haben werden, nicht gewonnen. Dafür spiele ich meinen Supertrumpf, die Zauberflöte. Tonhöhe, Koloratur, Sopran, Stich. Ich gebe Ihnen gerne eine Kostprobe, Thiel. Schauen Sie, ich als, ich will mal so sagen, ein Jens Spahn, der muss ja die Strömungen, und zwar alle Strömungen in seiner Partei abbilden. Ja. Gerade in seiner Funktion als Kanzler, als Krankheitsminister. Schwer zu beantworten. Ne? Ich denke, irgendwo bin ich schnell an der Balance, ne? Weil ich weiß, wir haben sehr, sehr gut gearbeitet, wir haben uns gut vorbereitet, die Spieler sind höchst konzentriert, ne? Und gehen zwar mal auch insgesamt sehr, sehr offensiv in ihre Rollen. Ne? Von daher ist für mich schon klar, ne? Wer heute Abend mal als Sieger vom Platz gehen wird. Ne? Ja, natürlich. Ja. Liebe Zuschauer, Sie sehen, Rauchen hat eigentlich nur Vorzüge, ja? Und deswegen machen wir hier heute Folgendes für Sie, ja? Und zwar gibt es, Katrin, was auch, ja? Ja. Es gibt linksgedrehtes Lungenbrötchen, ein Papas pippigelben Sputter mit einer Herzkasper-Kalzone. Ich glaube, was Joko uns damit sagen will, ne? Hier versteckter Subtext all seiner Filme, Bud Spencer ist scheiße mit, ne? Ja, deswegen kam sie auch zum Bruch mit Terence Hill. Weil der auch irgendwann geblickt hat, mit Bud Spencer an der Backe, da kommt sie einfach nicht zum Schuss. Joko Winterscheid, meine Damen und Herren, ja? Verschwörungstheoretiker und Frauenversteher. Ja? Hola, chicas. My name is... See, I like how it's still got that element. I said near the start of the video, it's like, it'll be good, yeah, if it's still genuinely funny, even though I don't know all these people. As I said, Donald Trump was the only recognizable one, obviously. So if there's any of these people, if they're like, who's doing... who he's doing the imitations of, if there's maybe, yeah, they are comedians or, yeah, anyone that you would think that will be good for me to react to find out who they are, yeah, let me know which ones will be the best.
See, that's Hola, chicas. Mein Name ist Jorge Alessi Maria González, Baron de Villa Pomposa con Fuego Ignacio Teresa Barcelona Casablanca. Ab heute, ich bin euer Catwalk. Wir kommen zu unserem nächsten Comedy-Fallenstreich. Daniela aus Hagen ist stinksauer. Ihr Freund Sven räumt mir die Spülmaschine aus. Und da gibt es natürlich nur eine Antwort. Rache ist süß. Ja, schön zu sehen, dass es heutzutage auch weniger attraktive Menschen ins Fernsehen schaffen können. Ja. Das war zu meiner Zeit anders. Ja. Mensch, Hugo Egon Balder! I feel like the guy, he is this Karl Dahl? Dahl? I feel like he would be very funny as a... I mean, it's easy to tell when the crowd is laughing. It's like a say, oh yeah, he must be a comedian. It looks like he's doing stand-up, so that's not the hardest guess, but I love the look. Yeah. Yeah. Mensch, Hugo Egon Balder! Ich fass es nicht, ja? Du lebst noch, du alter Hurenbock! Ich trau ja meinem Auge kaum. Ich meine, es geht ja um Mode, ne? Also ich meine, ich gehe nicht zum Comedypreis wegen der Comedy, sondern wegen der Mode, ne? Ich muss dir mal sagen, ich suche nämlich eine Nachfolgerin für Claudia Schiffer, ne? Ich meine, die sieht zwar immer noch toll aus, ne? Aber sie ist auch nicht mehr die Jüngste. Man will mal sagen, sie hängt noch, der Apfel hängt noch am Baum, aber es ist eben schon Ende Oktober, Dankeschön. Ne? Die Leute von dieser Show hier, nicht? Die haben mich gefragt, ob ich einen Preis überreichen möchte. Für die beste Schauspielerin, nicht? Ist ja auch wieder so ein Witzbold deinem Publikum, nicht? Männer sind total anders wie Frauen, hör mal! Kommen wir zu den Nominierungen der nächsten Kategorie. Bester weiblicher Gast in einer Comedy-Show, die von Mario Barth moderiert wird. Mats ab! Die Frau ist so geil, hör mal! Ich interessiere mich sehr viel mehr für die Nicht-Gewinner des heutigen Abends. Wie fühlt sich das an? Was macht das mit einem? Darüber werden wir noch zu reden haben. Zunächst einmal aber die sehr, sehr interessante Frage, wie ich finde. Warum sitze ich eigentlich nicht in einer illustren Runde und wem soll ich denn jetzt ins Wort fallen? Ich kann Ihnen nur Folgendes sagen. In Würselen, wo ich herkomme, da habe ich einen Nachbarn, der selber Meinungsforscher. Und von dem höre ich nur, ist noch alles offen. 50% der russischen Hacker sind noch unentschlossen. The Russians. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Thema meiner heutigen Sendung ist Igel, Nasen, Mäuse, Fäustchen. Für deine Brüstchen brauche ich eine Lupe. Dazu habe ich mir meinen ersten Gast eingeladen. Sie hat zwei lächerliche Parallelmückenstiche auf der Brust und will ihren Freund, den Errol, in der Sendung mit einer Brustvergrößerung überraschen. Hier ist die Mandy. Herzlich willkommen. Stehen der Lehmann, dieser arrogante Torwartdarsteller. Vergiss. Oliver Kahn. Der Lehmann hat auch angefangen. Yeah, I knew he played football. So, there's the two notable ones I can pick up. Steller. Vergessen. If they're involved with football, yeah, I could probably recognize them. Man hat auch angefangen. Bei der WM 2006, da hätte ich im Tor stehen müssen. Bin die absolute Nummer 1. In Asien, da gibt's sogar Unterwäsche mit meinem Gesicht drauf. Das ist schon der Lehmann in Asien. Nichts ist er da. Nicht mal auf der Socke drauf. Ich freue mich sehr, dass ich da bin. Johannes, ich versuche mich mal in den Fragesteller hineinzudenken. Ich stelle mir das so vor. Der Johannes wird bei einer eigenen Talkshow, moderiert hier und da noch ein bisschen. Da denkt man doch erst mal, geil. Und jetzt stellt der Johannes hier mal einfach so eine Frage. Ja, also... Was heißt schon voran, Herr Ehring? Schauen Sie, wenn der Klimaschutz eine Leiter ist und die FDP nimmt jetzt nach und nach alle Sprossen weg, dann bleiben ja immer noch diese beiden langen Stangen übrig, mit denen zwei Leute Stabhochsprung machen können. Und die wären dann immer noch schneller oben, als wenn sie all die Sprossen hochkraxeln würden. Ich habe jetzt schon keinen Bock mehr. Diese Rüstungsexporte, da geht es vor allen Dingen um Altfälle aus Zeiten, da war ich noch gar nicht Wirtschaftsminister. Wie oft soll ich Ihnen das noch sagen? Sie hören ja gar nicht zu. Dann habe ich es eben gedacht. Kann man ja trotzdem mal zuhören. Das mit dem Tierpfleger fand ich persönlich sehr interessant, weil ich weiß nicht, ob Sie das mitbekommen haben. Vor meiner TV-Karriere habe ich selbst auch sehr viel mit Tieren gearbeitet. He's fast. Verstehen Sie? Ja. So, meine Damen und Herren, ich will Sie nicht länger auf die Folter spannen. Ich schlage vor, schauen Sie sich das mal an.
Ein Untersuchungsausschuss des Bundestags hat herausgefunden, warum alle bisherigen Klimagipfel vollkommen nutzlos waren. Tja, bleibt uns zum Thema Klima jetzt eigentlich nur noch der Blick aufs Wetter. Christian, wie wird's denn morgen? Das war's von uns. Kommen Sie gut durch die Nacht. Comedy ist eben doch Familienunterhaltung, ja, sag ich mal. Und ja, Familie, das ist das absolute Priorität und das Wichtigste für den Thorsten Legert. Es sei denn, Fußball läuft. Oder die Olle hat nicht gut gekocht. Dann gibt's Kasala. Da frage ich mich als Hauptschulvermeider aus Dortmund, wie selbstverständlich, wie betont man eigentlich Superlativ? Auf dem ersten U? Oder auf dem L? Keine Ahnung. Ich mach's wie der Connoisseur. Connoisseur ist französisch und bedeutet ungefähr so viel wie affektiertes Stück Scheiße. Es ist besonders für die fenchelhassenden vegetarischen Bohnenallergiker zu empfehlen, die gerne salzarme Kost zu sich nehmen. So, achten Sie allerdings darauf, dass Sie bei den veganischen muslimischen Bohnenallergiker den Schuss Weißwein weglassen. Und in diesem Fall sollten Sie außerdem auf die Mohammed-Karikaturen auf den Servietten verzichten. Schön. Haben Sie schön gesagt? Das ist ja unglaublich. Was glauben Sie eigentlich? Schön, schön, schön. Es ist überhaupt nicht schön. Wunderschön ist das, wunderschön. Moment, ich bin gleich bei Ihnen. Ich hab's gleich. Da! Bleib stehen, Pikachu! Du dumme Sau da! Ah, that was really good. Again, even though a lot of these people, most, I did not know who they were. But one of the biggest things for me, as I touched on, is how he dresses up really well. Even though I don't know how these people look, obviously, he is dressing up to really replicate how these people look, and you can tell he does a good job of that. And it was generally funny too. Obviously, I'm not going to get it as much as you knowing all about these different people. But as I said, I think it was, generally pretty funny. Just like what the jokes were about and all that. And for each person. And again, obviously, you point out Donald Trump as a key one. But as I said, anytime maybe they'll get a football reference in there, I'll find that funny too. So if you've got any other videos, maybe some other ones I would understand, or some of the other generally like other German comedians, or people I need to learn about, so I would get like these type of videos, as I said earlier in this video. Anyone from this video you think I should do a reaction to? I'm gonna do a lot more German videos going forward, so let me know which ones you want to see. I'm gonna leave it there for now. Subscribe if you want to see more German videos, and I'll see you in the next one.